Herzlich willkommen jetzt zurück in Muldrow von Project Zomboid, meine lieben Freunde. Wir sind immer noch Bufo und wir machen gerade unseren Gun Run und wir sind schon relativ weit. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Scheiße jetzt hier überleben. Okay, da oben sieht momentan alles noch halbwegs gut aus. Ich versuche jetzt halt hier wieder die restlichen Zombos jetzt hier zusammen zu trommeln. So. Nochmal einen erwischt. Und nochmal die zwei jetzt hier erwischt. Ja, kommt mal her zu dem kleinen Bufo, Freunde. Kommt mal her. Wir haben eine Menge von euch jetzt hier schon über den Haufen geschossen. Die restliche Munition möchte ich jetzt hier ganz, ganz gerne noch irgendwie sinnvoll einsetzen. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal quasi wieder eine kleine Hütehund-Aktion. Genau. Kommt her, kommt zum Bufo. Da kommen immer noch welche aus irgendwelchen Löchern gekrochen, ich sag's euch. Genau, schön zum Bufo kommen, schön zum Bufo. Von der Richtung kommt nichts mehr. Okay, let's go. Das sind noch zwei. Ah, da kommt noch einer. Okay, der Laserpointer hilft ganz schön, so wie es aussieht. Das gefällt mir. Sonst sehe ich gerade hier niemanden mehr jetzt von denen. Da ist halt noch einer. Den mache ich jetzt halt noch schnell einfach weg. Zwei Polizeiautos da, die man noch hops nehmen kann. Hallo? Okay, der hat's hinter sich. Was ist das hier für eine Waffe, die der dabei hat? Ein Speer mit Brotmesser. Oder? Okay, das kann man vergessen. Ich nehme aber den Silberring mal mit und jetzt gucke ich mal gerade eben, ob ich noch irgendwelche jetzt hier rumliegen sehe, die noch knarren auf... Oh, warte mal, da, hier der. Hä? Ich höre doch welche. Hängt einer unter so einem Auto? Tatsache, da, guck mal. Okay. Ist es vorbei? Ich weiß es nicht. Wirklich einen Sledgehammer dabei. Okay, den nehmen wir mal mit. Eine Print-Wielder-Mask. Was zur Hölle ist das? Das ist ja eine richtige Kampfrüstung. Okay, das haben wir mal mitgenommen jetzt hier. Ansonsten hier nochmal eine Goldkette natürlich. Ja, hat dem Typen ja viel gebracht, ich sag's euch. Okay, wir parken jetzt die Karre kurz mal um. Ich glaube, es lohnt sich wieder mal nicht, all diese Typen jetzt hier durchzusuchen. Ne? Das wird sich nicht rechnen. So, aber die Karre hier zu parken, könnte sich lohnen. Und ab jetzt schleichen wir auch wieder. Und gucken mal, was in den Polizeiautos drin ist. Ich glaube nicht, dass ich hier bei den Polizisten noch irgendetwas finde. Okay, der ist verschlossen. Alles klar. Also gut, dann schlagen wir mal die Scheibe ein. Was zerstöre? Hä? Nein. Wie kann ich die Scheibe einschlagen? Hier. Also, wir machen alles auf. Ich hatte mal ein paar Klebestreifen. Wie gesagt, der Plan ist es, Munition zu finden. Karte von Martridge. Ja, brauche ich. Ach Gott, jetzt lauf doch dahinter, Mann.
Oh. Nett. 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 Da ist nichts mehr drin. Ein MP5-Magazin kann man nochmal mitnehmen. Jetzt gehen wir noch zu dem anderen Polizeiauto. Also, wir haben das Ding tatsächlich erobert. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, Leute. Oh, nice. Oh, nice. Der Rest ist mir egal. Ich will bloß, dass die Karre selber noch offen ist. Das ist sie. Da ist nochmal ein ganzes Magazin von irgendwas drin. Ansonsten ist hier nichts mehr, okay. Also gut. Wir räumen das Zeug direkt schon mal jetzt hier hinten drauf, ne? Und dann gehen wir da rein. So, wie sieht's aus? Ja, ohne Witz, ich tue den Sledgehammer schon mal hier drauf. Und dann hier die gesamte Munition. Ich habe da tatsächlich diesen dämlichen Lötkolben mit dabei. Immer noch. Okay. Wir schleichen uns kurz mal so halb drum rum, nicht, dass ich in irgendeine Falle tappe. Ich glaube aber nicht. Ich höre was. Also da ist auf jeden Fall noch irgendwie einer eingesperrt. Hier ist nochmal Kleber. Nett. Kann man ja mal mitnehmen. Wir machen die Tür auf. Oh, Hausschlüssel. Damit komme ich auf jeden Fall schon mal an die sichere Stelle. Oder an die versperrte Stelle, besser gesagt. Wo die Waffen hoffentlich drin sind. Noch mehr Kleber. Was haben die denn alles geklebt hier? Scheint nur einer zu sein. Das war eine Knasttür. Die sind hier wirklich durchgepäst. Ja, das ist schon die Asservatenkammer hier. Gun Cleaning Kit. 1 mm vierfach, nein. Ein bisschen Munition. Bis jetzt ist es noch sehr wenig. Okay, das sieht schon besser aus. Jawohl, immerhin schon mal 2 Schrot. Also wir kommen auf jeden Fall mit netto mehr hier raus. Okay, ja, das ist gut. Was ist denn das? Kann modifizieren. All Guns. Okay, ich nehme auf jeden Fall mal das Magazin hier von der 9 mm. Wo ist die andere 9 mm jetzt hier? Die, die ich nicht brauche, wo ist die? Die da. Moment, die Waffe will ich weg. Also wir haben jetzt de facto alles, was wir mitnehmen können, ne? Alles, was Sinn macht. Ich kann natürlich noch ganz kurz das hier checken, aber da wird nicht viel drin sein. Ja, auf die Klebestreifen kann ich ganz im Ernst verzichten. Da wird auch nichts drin sein. Ein Aktenkoffer. Alles klar. Ja, wir sind hier durch. Okay, ja, das war Muldraw, Freunde. Was ist eigentlich das da drüben? Also wenn ich jetzt gerade eben schon mal hier bin, schaue ich mir auch gerade eben natürlich mal an, was das ist. Was ist das für ein Haus?
was ich jetzt hier gerade so passiv mitgeklärt habe. Ah, der Videoladen. Hitwitz. So, mal ehrlich, so blöd wäre das gar nicht. So, brauchen wir das Glas entfernen? Ach nee, ich kann da ja einfach reinlaufen. Tja, es sind einige Videos hier. Ich behaupte, dass Bufo kein Problem hat, sich sowas anzuschauen. Wunderbar. Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Z-Squad. Also, ob man in der Zombie-Apokalypse-Filme sehen wollen würde. So, aber ich weiß, dass man aus manchen dieser Videos Dinge lernen kann. Und deswegen nehmen wir sie mit. Da Woodcraft zum Beispiel. So, da. Das nächste bitte. Ja, You Are Dead haben wir schon, aber egal, ich kann die später immer noch ausmisten. So, was ist das? Das haben wir auch schon. Es sind eine Menge Videos hier. Sehr nice. Hallo? Warum kann ich das nicht auswählen? Ich weiß es nicht. Dann das noch. Das noch. Also ich werde gleich, wenn ich hier alle genommen habe, werde ich dann noch so weit ausmisten, dass ich wirklich nur einzelne dabei habe. Also dass es halt auch Sinn macht. Gerade eben erstmal nehme ich alle. So. So. Wupp. Wupp, wupp, wupp. Ah, da ist auch noch was drin. Ist auch noch was drin? Ja. Und das hier. Oh, da habe ich auch noch nicht. Dog Goblin. Das klingt wie so ein ganz komischer Actionfilm, ich sag's euch. So, dann noch die zwei hier. Ja, ich sehe jetzt schon, dass wir einiges doppelt und wahrscheinlich auch dreifach haben. Aber wie gesagt, das misten wir gleich aus. Besser, ich hab's jetzt doppelt, als nachher gar nicht. Train Bomb. Ist das irgendwie eine Anspielung auf Speed 2 oder so? Wupp, wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Jetzt gucken wir noch, wie es hier aussieht. Alles klar. Hier gibt es nämlich auch noch Videos. Carzone. Da kann ich bestimmt irgendwas für Autos schrauben lernen. Oh, Woodcraft 5. Ace Pilot. Was ist das hier? Nichts. Ich glaube, dass hier wahrscheinlich nur noch Toilette ist, oder? Ja. Also gut, dann packen wir mal die, die doppelt und dreifach sind, raus. So, hier einen davon. Und einen davon. Warfront. Train Bomb haben wir auch zweimal. Zu viel. Wohlgemerkt, zu viel. Das sehe ich jetzt gerade eben nicht. Ah, hier. Genau, ich muss es halt aufklappen jetzt hier. Einmal, zweimal. Haben wir auch zu viel. Das haben wir sogar zweimal. Gut, 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 gut. Gott, das habe ich viermal. Raus mit.
Okay. Squat Down. Ist das irgendwie eine Anspielung auf Black Hawk Down? Ich weiß, dass es garantiert irgendwelche Anspielungen sind. Ne? Also hier gibt es keine Namen, ohne dass es irgendwie eine Referenz ist, aber es kann halt gut sein, dass ich die Referenz nicht unbedingt kenne. 1, 2, 3. Okay, hier nochmal. Oh Gott, wie... Lol. 1, 2, 3, 4. Der Film scheint sehr, sehr beliebt gewesen zu sein oder sehr unbeliebt, sodass er so viele Kopien hier noch drin hatte, dass sie keiner ausgeliehen hat. Sup. Dead Wrong. Cyber Killer. Ich glaube, das habe ich gleich. Naja, es ist relativ. Ihr seht, wie viel Scheiß das ist. Das ist unglaublich. Okay, das ist der letzte. Ich glaube, wir haben alles. Ich gehe nochmal ganz kurz alles durch. Aber es sieht so aus, als ob ich jetzt keinen doppelt mehr... Ah, doch, hier. The Janitor. Hatten wir noch doppelt. Okay, wir haben's. Ist da noch irgendwas zum Trinken drin? Lull, ja, da ist noch einiges drin. Mein Müsli-Riegel können wir noch mitnehmen. Die Brause mit. Und die Wasserflasche. Und jetzt nix sie weg. Es ist schon 20.20 Uhr. Okay, damit haben wir auch so ziemlich jeden Grund hinter uns gebracht, nach Maldraw zu gehen. Ernsthaft? Ich wollte gerade schon fragen, Leute. Okay, we did it. Ihr seht, hier sind sie schon wieder aktiv, ne? Wir haben halt nur die in der näheren Umgebung weggehustet. Aber das waren genügend für heute, würde ich mal behaupten. Und ich muss dann zu Hause mal gleich mal gucken, wie es dann um unsere Skill-Situation steht. Ach, come on, ey. So oft, wie ich hier drüber fahre, brauche ich definitiv demnächst noch ein neues Auto. Naja, wir haben ja schon drüber geredet. Ne? Ich brauche sowieso eins, das mehr Ladekapazität, Stauraum, wie man neudeutsch so schön sagt. Stauraum. Eieieiei. Also, wir sehen schon, warum ich hier nicht mehr her will, ne? Mein West Point wäre halt durchaus noch interessant, weil da gibt es sowohl einen Waffenladen als auch eine Polizeistation. Beides wäre lukrativ. Beides wäre aber auch nicht ungefährlich. Weil West Point ist, glaube ich, nach Louisville die wohl am dichtesten besiedelte Siedlung. Ernsthaft. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt so nach und nach aus der Zone. Und das Wichtigste ist, dass wir noch mehr Munition jetzt haben. Wobei Bufo wahrscheinlich es eher feiern wird, dass er jetzt die ganzen Videokassetten hat. Ich glaube, das ist das, was er feiern würde. Ich meine, er plant ja jetzt schon mal für die Zukunft voraus, ne? Sobald er sein Gold hat. Er ist immer noch der olle Anhänger, den ich bis heute mir nicht holen wollte. Ich muss irgendwie ein Fahrzeug finden, das mindestens 70 Ladekapazität hinten hat. Das wird nicht leicht. Aber soll ja machbar sein. Man muss nur suchen und finden. Gott, haben wir Hunger. Ich behaupte, wir haben es uns jetzt aber auch wirklich verdient.
Okay. Also, wir nehmen jetzt erstmal den ganzen Kram an uns. Ich glaube auch, dass ich den einen Vorschlaghammer jetzt hier noch kurz mitnehme. Also, es gibt jetzt wohl zwei Sledgehammers in diesem Spiel. Hallo? Einer mit Mod und einer ohne. Also Bufo wird auf jeden Fall nicht ohne gegessen zu haben heute ins Bett gehen. Ganz im Ernst, er hat sich absolut verdient, was zu essen. Aber jetzt droppen wir erstmal die ganzen Munitionssachen. Ihr seht, wie viele Videos das sind. Das ist der Oberhammer. Oh, ich guck mal, ob ich hier theoretisch gucken kann. Das wäre natürlich absolut ideal. So, ich behalte mal gerade eben nochmal die drei Schachteln Schrot hier drauf, ne? Die behalten wir auf jeden Fall hier nochmal. Ihr seht, wie viel Munition wir jetzt hier haben. Alleine die 308er wieder. Nochmal ein bisschen was M16. Das große Problem ist, das M16 wäre voll geil, aber ich glaube, unter Schießen 6 brauchen wir gar nicht anfangen, das zu benutzen. Da sagt die Realität einfach, ey Junge, üb nochmal ein bisschen. So, hier nochmal das Magazin, das ich rauspacken muss. Ja, hier noch diese komische Body Armor. Dann noch das da, die 9mm, die behalte ich nochmal. Kukri, das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Warte mal, kann man da reinpacken in das? Ja, man kann das Ding gucken, benutzen. Das heißt, alle Videos kommen da jetzt rein. Das ist ja auch schließlich unsere eigentliche... Okay, das hat geklappt. Wunderbar. Ich muss den Sledgehammer auch noch loswerden. Warte mal. In Schachtel packen eine. Genau, dann kommst du jetzt hier wieder da rein. Dann laden wir mal hier wieder nach. Und dann den Rest hier noch rein. Okay, die Dinger sind voll. Ich lade sie mal hier rein. Meine Wasserflasche ist leer. Wir haben auf jeden Fall Durst und Hunger und all das. Okay, wir gehen runter. Ich lege mal den Sledgehammer hier einfach auf den Tisch, ne? Und die Bierdose stelle ich jetzt für Bufo auch einfach mal so auf den Tisch. So ein typischer Bufo. Okay. Ach doch, platzieren kann ich, genau. Ich mache das Ding hier mal dahin. Nein, ach Gott, nein. Nehmen. Nicht auf dem Boden, Mann. Schon irgendwo, wo man das Ding wieder findet. Genau hier so. Dann trinken wir mal ganz schnell was. Und befüllen unsere Wasserflasche. Dann räume ich nochmal die Wasserflasche irgendwo hier rein. Ich meine, ich habe hier nochmal zwei Stück auf Lager. Wir holen uns jetzt von außen nochmal ein bisschen Wasser. So, nehmen. Wir machen uns mal eine leckere Portion jetzt hier. Das haben wir uns verdient. Da ist er. Also, mache einen Topf aus, ja, erstmal Kartoffeln und Dörrfleisch. Dann, wie gesagt, ein bisschen Dörrfleisch. Dann aus Bohnen. Dann hauen wir da noch rein Pfeffer und Salz. Ja, den stählen Schinken natürlich. Wie gesagt, so ein ordentlicher Eintopf. Getrocknete schwarze Bohnen. Dann Tomatenmark.
Salz und Butter. Dann die Spalterbsen, die getrockneten. Jetzt kann nur noch Pflanzenöl rein. Und das war's. Rein in den Ofen mit. Der wird wieder eine Weile brauchen zum Kochen. Ausmachen und rüber. Ausgezeichnet. Dann holen wir mal unsere Tellerchen. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Wo sind die denn? Hä, wo sind die denn? Ich glaube, ich habe die einfach irgendwo reingepfeffert, oder? Da oben? Habe ich die da oben reingepfeffert? Hallo? Wo habe ich meine Schüsseln? Hallo? Wo sind die leeren Schüsseln hin? Hä? Ach da. Okay, zwei Schüsseln mit Eintopf zubereiten. Damit ist der Kochtopf wieder leer. Und wir können jetzt hier eine Portion essen. Es kann gut sein, dass es sogar nicht mal reicht. Für unsere Verhältnisse jetzt hier. Oh Gott, sind wir wieder fertig. Ist aber auch schon nachts um eins. Ja, also die andere Portion gibt es erst morgen früh, ganz im Ernst. Da muss jetzt durch, Bufo. Wir bringen den Topf nochmal da draußen. Stellen ihn wieder ab. Ich bin immer überlegen, ob ich noch einen Nachtisch gönne. Ich habe doch noch einen Müsli-Riegel oder sowas, glaube ich, dabei. Genau, wir haben noch einen Müsli-Riegel. Wir essen den. Hier Licht haben, ganz im Ernst, wenn ich hier hochgehe. Das ist mir ansonsten gerade gänzlich unsympathisch. Okay, ich würde sogar noch sagen, Leute, dass Bufo trotz seiner unglaublichen Müdigkeit nochmal eine Stunde Training macht. Weil das muss sein. Dann werden wir halt morgen früher müde, ne? Aber es ist halt mega wichtig, dass wir das Fitnessprogramm durchziehen. Und fertig ist es. Alles klar. Also, wir legen uns hin. Lie down. Und schlafen. So. Achso, ja, ja. Also, ihr seht's. 17.700 haben wir jetzt hier am Start. Hier sind es wieder fast 5.000. Ja, ja, also wir sind wach genug. Wach genug. Aber die Frage ist, ob... Also, wir werden heute sehr früh müde werden. Davon können wir ganz, ganz stark ausgehen. Schießen sind wir fast auf Stufe 5 gekommen. Das ist schon mal nicht kacke. So, für uns wichtig an der Stelle ist, wir können das jetzt ja definitiv rausixen. Das ist vorbei, das Thema hier. Das hier kann ich auch rausixen. Genauso wie auch das da. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich hier groß rausixen kann? Nicht, dass ich wüsste. Ah doch, ja, die Polizeistation hier natürlich in Rosewood und das Gefängnis kann ich rausixen. Das ist die Feuerwehr gewesen, genau, zack, das kann ich auch rausgeixt haben. Ja, dann haben wir im Grunde eigentlich jetzt hier schon mal eine ganze Menge, Leute. Also als nächstes müssten wir halt nach Riverside oder dahin oder wir müssten halt zu den anderen beiden. Es sind mindestens zwei Waffenshops, die ich als Spieler noch kenne. Und ich lade mal gerade hier nochmal nach. Ist jetzt hier nachgeladen. Hier brauche ich nochmal eine Patrone rein. Du lädst nach. Gut. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter, Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.